Hallo Leute, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Video von mir und zwar ein Let's Play zu einer Minecraft Adventure Map. Wollte ich schon erst sagen, nee, das ist natürlich hier eine normale Minecraft-Welt, ne, und werde ich ein bisschen Let's Playen. Und ja, es hat sich hier ein bisschen was geändert. Wir sind gerade ein bisschen woanders und zwar in der Nähe des Dschungels. Ich weiß nicht, ob man den schon gesehen hat. Und ja, ich habe ja schon im Infovideo gesagt, es gab hier so einen kleinen Fail und der sieht folgendermaßen aus, dass ich nämlich ein paar weitere Folgen aufgenommen habe, die aber dann nicht wirklich aufgenommen habe und so jetzt ein paar Sachen mehr gebaut habe, die ihr noch gar nicht gesehen habt. Und unter anderem auch das hier. Und das ist nämlich die Gedenkstelle an, oder die Gedenkstätte an Bello, der ist nämlich leider verstorben im Let's Play. Finde ich persönlich traurig. Aber ihr könnt darüber denken, was ihr wollt. Und ich mache jetzt erstmal Musik an ein bisschen. Kann ja nicht schaden. Ja, da ist Musik an, das ist schon mal ganz praktisch. So, oh, ist das dunkel hier. Texture Pack habe ich auch gewechselt, das ist alles neu. Das ist Spugs Pur PD Craft in 256x256. Und es leckt gerade ein bisschen, aber naja, davon lassen wir uns nicht umkommen. Beziehungsweise davon sterben wir ja auch nicht. Und ich gehe jetzt mal zurück zu unserem, ja, normalen Haus, wo ich auch ein bisschen weiter gebaut habe. Ich weiß ja da auch nicht genau, was ihr alles schon gesehen habt und was alles nicht. Ich glaube, das Dorf habt ihr am Anfang schon gesehen, soweit ich weiß. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall wollte ich ein Dorf bauen und was habe ich denn noch gebaut? Ich habe auch noch einen Balkon gebaut, das habe ich auch noch gemacht. Was habe ich denn noch alles gemacht? Ich glaube, das war es schon. Oder? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist die Audioqualität jetzt auch viel schöner. Das habe ich im Infovideo ganz vergessen zu erwähnen, aber ist ja auch alles halb so schlimm. Denn ich habe ein kleines neues Dingchen an meinem Mikrofon. Ich habe mir kein neues gekauft, aber naja, ich will mich da jetzt nicht zu sehr drin vertiefen und versteifen. Und es fängt an zu regnen. Yay! Hier ist das Dorf und die Dorfmauern. Ich glaube, das habt ihr noch nicht gesehen, dass die Dorfmauern so hoch sind. Aber da haben wir sowieso nur zwei Folgen lang Holz gesammelt und dann alles daran gebaut. Also das war nicht wirklich so interessant. Die Brücke, die müsstet ihr eigentlich kennen, den Turm auch. Sieht natürlich alles ein bisschen anders aus durch das andere Texture Pack, aber naja. Ist doch trotzdem alles noch weiterhin ganz schön und schnubbelig und ganz, ganz nice. Naja. Und ich werde jetzt auch, das habe ich auch ganz vergessen zu erwähnen, natürlich im Infovideo. Tausende Sachen wurden im Infovideo gesagt, aber tausende Sachen wurden auch vergessen. Und zwar werde ich die Cuts jetzt hier im Minecraft Let's Play ein bisschen anders machen. Und zwar werde ich immer so lange aufnehmen, wie ich lustig bin und keine, also nicht am Ende jedes Videos eine kurze Anmoderation machen, beziehungsweise an jedem Video eine Anmoderation, sondern nur mal bei jedem dritten oder was weiß ich. Also je nachdem, wie das mit der Aufnahme ist. So, genau, den Balkon kann ich euch auch mal zeigen. Sieht nämlich so aus. Hier ein kleiner Tisch, so zum Essen, gemütliches Essen unter Freunden. Insgesamt 6 Stück könnten daran frühstücken. Und hier kommt auch noch irgendwas hin, da habe ich aber vergessen, was ich hinbauen wollte. Weil ich auf der Map ja auch schon länger nicht mehr unterwegs war und da auch keine Abenteuer mehr erlebt habe. Gut. Ach ja, hier ausmachen. So, ein paar Sachen lagere ich jetzt mal noch da rein. Aber ich finde es schade, dass Bello jetzt tot ist. Das ist doof. Aber was gut ist, dass wir schon Level 19 sind. Mensch, hier sieht alles so komplett anders aus mit dem anderen Texture Pack. Selbst die Schafe sehen anders aus. Ha. Hey, Rugeldi, sag ich dazu nur. Ach, und da ist ein Monster. Yeah, machen wir die mal fertig. Daneben. Na, na, na. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Du dummes Skelett. Stirb in der Hölle. Na, kleiner Zombie. Zombie. Ach, und hallo, kleiner Tintenfisch. Danke, dass du verreckt bist. Danke für diese kleine Spende an den Günther LP. Und ihr könnt mir jetzt auch da draußen spenden. Nein, okay. Das wäre ja ein bisschen scheiße und so, ne? Schau, Junge. Was wird nun Hallo? Leck, leck, leck. Was wird denn nun gebaut? Viele Sachen gibt es zu bauen. Viel zu erledigen. Aber ich bin mal dafür, dass wir unser Dorf weiterbauen. Und ich weiß auch nicht, noch nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich werde dort Häuser in diesem Dorf bauen und da werden dann bestimmte Leute einziehen und ihr könnt mir schreiben, wie diese Leute heißen sollen
oder ob sie so heißen sollen wie euer YouTube-Name oder so, oder euer richtiger Name oder wie auch immer. Da könnt ihr mir irgendwelche Namen dann in die Beschreibung, nicht in die Beschreibung, in die, das Kommentarfeld posten. Yeah, yeah. Ah, mit dem Texture Pack ist ja alles schon viel schöner, muss ich sagen. Also mir kommt es zumindest schöner vor. Vielleicht aber, weil mir das Texture Pack auch einfach momentan schöner gefällt oder schöner aussieht oder wie auch immer. So, hier sieht man schon den Wald, das ist schon ganz schön groß. Und hier stehen auch fast noch Birkenbäume, weil ich einfach so, ja, eiskalt gerodet habe. Ich muss hier gerade hoch. Ich bin Arzt, lass mich hoch. So, und dann ab hier ist er noch mal ein bisschen höher. Und dann, ja, drei hoch, so hier vom Boden aus. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. So, da geht's höher. Ja, da muss ich noch einen höher bauen. Einen höher muss ich noch bauen. Das habe ich gerade technologisch herausgefunden. Und ihr werdet niemals, herausfinden, wie genau ich das technologisch herausgefunden habe. Muhahaha. So, ach, jetzt ist schon wieder das Holz leer. Gott, 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 Gott. Ich muss da mal da hinten oder dahin zum Wald und mir ein paar Bäume fällen, ein bisschen Kahlschlag betreiben. Oder Kahlschlag. So. Und schlagen können wir natürlich nur, also so einen Kahlschlag können wir natürlich nur mit der Faust machen, weil wir damals als einziges zuschlagen können. Das ist ja wohl mal klar. Jetzt werden erstmal ein paar Bäume gefällt. Oh yeah. Hallo Kuh. Yay, wir haben schon 10 Holz. Das ist so ultimativ viel. So, worüber kann man jetzt sich hier noch gerade unterhalten, während ich gerade so ein paar Bäume fälle? Genau, ich habe letztens wieder einen schönen Artikel gelesen über was nicht allzu lustig ist, und zwar wie wir betrogen werden als Menschen und als Konsumgesellschaft und allgemein und sowieso. Und zwar, bleib ich da mal kurz auf der Stelle. So, jetzt bewege ich mich wieder. Es gibt mittlerweile in verschiedenen Sachen, egal ob Computern oder Smartphones oder allgemein alle möglichen elektronischen Geräte, ob Drucker, Mixer, Toaster, wie auch immer, kleine Chips werden da so rein, ja, platziert. Und dann wird zum Beispiel gesagt, bei einem Drucker, wenn der 10.000 Mal gedruckt hat, dann gibt er den Geist auf. Und bei Glühbirnen ist es dasselbe, so dass die Drähte so geschwächt werden, dass sie nach so und so viel, ja, nach so und so viel Stunden des Leuchtens ausgehen. Da hat sich die Industrie schon was Ordentliches einfallen lassen und, naja, das sorgt immer dafür, dass der Konsument, also wir, da mehr kaufen muss. Und das ist natürlich nicht so die feine britische Art, aber dagegen kann man sich schlecht wehren, weil man kann da auch schlecht Klage gegen einreichen, weil man ja schlecht urteilen kann, ob die extra manipuliert worden sind, also diese Produkte, oder eben halt nicht. Naja. Wobei, es gab natürlich auch da, das stand auch in dem Artikel drin, eine Anklage gegen Apple, unser lieber kleiner angebissener Apfel, wegen dem iPod oder irgendwie so, ich weiß jetzt nicht genau wegen welchem Produkt, weil der auch nach einer bestimmten Zeit den Geist einfach aufgibt oder nach bestimmten Ladezyklen. Und da gab es dann eben halt so eine Massenklage, also so eine Sammelklage gegen Apple, und die ist dann auch durchgekommen, und da musste Apple, ich weiß gar nicht wie viel, aber Millionen von Dollar bezahlen, um wieder, also um das Ganze so zu erstatten. Naja, es gibt aber auch natürlich bestimmt auch Bereiche, wo man sowas gar nicht denkt, dass nach einer bestimmten Zeit ja, die Lebenszeit einfach aufgegeben wird, beziehungsweise dass die Lebenszeit verkürzt wird, um den Konsument zum mehrfachen Kauf zu zwingen. Und zwar auch bei so simplen Sachen wie Zahnpasta oder Ketchup oder irgendwie sowas. Und zwar ist es nämlich so, in der Ketchupflasche bleibt ja immer sehr viel zurück, und da haben sich die Leute in der Firma da auch schon was ausgedacht. Die machen das nämlich absichtlich so, dass so viel da zurückbleibt von dem Ketchup oder von der Zahnpasta in der Zahntube, damit eben halt die Leute früher was Neues kaufen müssen. Und dann, ja, ist das natürlich doof, weil die müssen was Neues kaufen. Und so schließt sich der Kreis. Ja, es ist wirklich nicht allzu schön, dass man da immer was Neues kaufen muss. Naja, kann man schlecht was gegen machen, wie gesagt. Kann man eigentlich nur hoffen. Und ich glaube, wir sind auch in einer Zeit, wo
Normalerweise ist es ja so, hat immer die Chemie oder die Industrie oder wo auch immer versucht, die bestmöglichsten, ja, Objekte herzustellen oder Substanzen herzustellen, die es überhaupt ja gibt, ne? Aber mittlerweile ist das in unserer modernen Gesellschaft schon so, dass wir versuchen, Produkte extra schlechter zu machen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen doof. Aber dadurch sticht unsere Generation, glaube ich, auch so ein bisschen hervor, so im Vergleich zu anderen Generationen. Aber naja, ich will jetzt da nicht so keine Doktorarbeit überschreiben oder Doktorarbeit drüber philosophieren. Das überlasse ich anderen Leuten. So. Können wir hier noch ein bisschen das Gras wegmachen? Das brauchen wir nicht in unserem kleinen, süßen, mittelalterlichen Dorf. Ach, und hier ist Dirt. Ich mag doch kein Dirt. Es ist immer so dreckig. Duh. Klingt auch irgendwie total sinnvoll, dass Dirt dreckig ist, oder? Also für mich schon. So. Oh, ich hätte vielleicht vorher auch noch was trinken sollen. Egal. Hihi. Sonst habe ich noch so einen trockenen Hals. Egal. Das werden wir wohl schon schaffen. Da muss ich einfach nicht mehr reden im Let's Play. Dann wird das schon besser. Was natürlich auch total sinnvoll ist. Dann wäre das nämlich Gameplay. Denn der Unterschied zwischen Let's Play und Gameplay ist natürlich der simple, dass Let's Plays kommentiert sind und Gameplays oder Walkthroughs einfach nur das Gameplay zeigen. Yeah, hier spricht ein Mann aus Erfahrung. So, ich buddel hier mal ein bisschen Dirt ab auch. Ich will das hier mal so ein bisschen ebener schaffen hier im Dorf. Wobei ich das natürlich auch hier nicht alles so nicht kahlschlagen, sondern so glatt betonieren werde, sondern einfach so ein bisschen die Wildnis da hochkommen lasse, weil, wie gesagt, ist ja so ein bisschen hier auch ein Naturvölkchen hier, was ich hier baue. Naja, nicht mehr oder weniger, ne? Je nachdem, wie man das interpretiert und analysiert oder analysiert, kann man da natürlich verschiedene Sachen in dieses Dorf hineininterpretieren.